eine Sache von Ursache und Wirkung ist. Jeder bekommt das zurück, was er gesät hat. Und die aktuelle Weltentwicklung ist das möglicherweise die Ernte, die wir alle gesät haben? Ja, natürlich, wer sonst? Nur die Menschen alleine haben das verursacht in früheren Inkarnationen, aber sie glauben ja nicht mal an Reinkarnation. Sie glauben immer nur, sie sind der eine, der jetzt gerade in den Spiegel guckt und niemand anderen waren sie jemals. Und alle Aufwand ist nur wegen dem einem einzigen Leben. Das ist ja so dumm, sowas überhaupt zu glauben. So dumm kann man ja gar nicht sein. Alles unterliegt einem göttlichen Plan. Und Gott, die göttliche Welt will nur eines. Sie will erreichen, dass die Menschen erkennen, wer sie sind. Nichts anderes. Dass sie zurückfinden zur Liebe und die Liebe wieder leben. Und das geht leider nur durch Schmerz und Leid, weil die Menschen nicht hören wollen. Mhm. Und es gibt ja den alten Spruch, wer nicht hören will, muss fühlen. Genau. Und was jetzt passiert auf der Welt, ist nichts anderes wie Karma. Das heißt, die Menschheit hat sich das selber eingebrockt und sie kann es nicht aufhalten, weil es ist ein Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn ich mit dem Hammer x-mal gegen eine Wand schlage, so nehmen wir mal an, wir haben so eine Wand in der Breite und ich schlage es mit einem Riesenhammer ständig gegen die Wand, dann wird die Wand eines Tages ein Loch haben und einkrachen. Und das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Das Loch ist da. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Und das, was die Menschen in ihrem früheren Leben gemacht haben, die letzten paar hunderttausend Jahre, können sie nicht rückgängig machen. Es ist passiert. Sie können nur auf die Gnade Gottes erhoffen. Und das geht nur, wenn der Mensch erkennt, dass er Fehler gemacht hat. Und wenn er die göttliche Schöpfung als solches anerkennt. Und nichts passiert, auch nicht das Böse, passiert ohne Grund. Und alles hat einen höheren Zweck. Und alles dient dazu, den Menschen den Weg zurückzuweisen. Und da sie nicht hören wollen, müssen sie eben fühlen. Und sie werden in den nächsten Jahren sehr viel fühlen müssen, leider Negatives. Mhm.